So, moin Leute. Willkommen zu unserer ersten Folge Grey Zone Warfare. Jetzt mal gucken, dass es nicht so laut wird. Die Hubschrauber, die haben richtig schön Wumms. Ja, okay, pass auf. Ich habe ja schon so ein paar Anfängermissionen gemacht, bin aber trotzdem noch ein übelster Lappen. Und wir werden uns heute damit beschäftigen. Das ist jetzt offen bei mir. Und zwar sollen wir stumpf 15 Leute abknallen in der Stadt. Ein paar fiese Schergen umnieten. Das ist das geringste Problem. Dann sollen wir Kanoa Sinada finden. Ja, die ist, beschreibt sie, in den letzten Momenten der Evakuierung gesehen worden. Kam nicht wieder. War Angestellte im Construction hier, Bau. Tralala, irgendwo. Müssen wir mal gucken, da weiß ich nicht genau, wo es ist. Und er möchte, dass wir einen verschollenen Soldaten markieren, dass er geholt werden kann. Also erschossenen Soldaten. Oh. Müssen wir eine Landezone auswählen. Die warten hier wahrscheinlich alle schon auf ihre Abholung. Ja, das können wir jetzt ja demnächst dann immer schenken. So, aber ich dachte, fürs erste Mal können wir das ja mitnehmen. Wie es denn so rausgeht. So, einen Tracker habe ich auch eingepackt für den Soldaten, den wir markieren sollen. Bleibt mal im Flugzeug, ey. Ja, zu Fußwerk ist schon fast da. Das sieht man wirklich selten, ne? Dass hier einer zu Fuß abhaut. Was ist los? Hat er gesagt, macht er nicht, oder was? Fliege ich mich jetzt raus hier? Ach so, alle Vögel sind unterwegs. Können wir hier auch noch latschen, Junge? So, da vorne ist auch hier ein Betrieb. Noch ist es nicht so, dass die hier in den Büschen rumrennen können. Das ist ja jetzt noch ein schöner Vorteil, ne? Das ändert sich irgendwann. Hält er das denn so schief? Na, guck mal. Ich glaube, ich habe ihn. Wehe. Ah, das läuft hier nicht so richtig rund, die Anlage heute. Ah, das ist nicht schön, ey. Ich muss ja da vorbei. Den nehmen wir zuerst. Wie soll ich denn die treffen, Alter? Schön wie auf Schienen. Direkt einen Treffer gekriegt, Alter. Ja, mach her in Ruhe, Junge. Ah, das ist eine Situation, die wollte er nicht, ne? Tot. Alter, wie soll ich denn den Kollegen erwischen? Fuck, Mann. Das fängt richtig gut an hier. Wenn die hier so rumbaggen. Oh, nicht cool.
Wie gesagt, die verteilen ganz gerne mal spontane Kopfschüsse, ey, und dann war's das, ne? Und ich weiß nicht, ob die so gut sind wie bei Stalker. Dass sie einfach mal stumpf durch die Büsche und Gräser sehen können. Ich glaube, das war's. Weiter. Gut, das waren ja dann schon eher die ersten drei. Ein Schlüssel. Verbände wollte ich eigentlich nicht. Mal gerne mitnehmen noch. Ja, da wird das natürlich noch zu einer krasseren Herausforderung, ja. Das ist ja eine Kollege. Also die haben selten was Cooles bei, ne? Außer so ein Schlüssel. Den nehme ich mal auch noch mit. Ein Energy-Riegel geht immer. Mal gucken, wie wir uns das hier gemütlich machen. Kurz mal einen Blick auf die Karte schmeißen. Hier ist halt gar keiner von uns unterwegs, ne? Die sind alle hier irgendwie verteilt. Die blauen zeigen halt immer andere Spieler an, diese blauen Vierecke. Und die Leute scheinen halt schon weit über meinem Progress hinaus zu sein. Dann hat man hier nachher auch Landezonen. Den Luxus haben wir noch nicht. Alter, habt ihr die Scheiße gesehen? Krass, Alter. Das ist denn so ein Problem, das habt ihr denn, ne? Wenn hier keiner weiter unterwegs ist, dann ist die Stadt voll mit den Typen. Das ist nicht gut, ey. Hier steht auch einer hinterm Zaun. Ey, leck mir doch. Ich wollte jetzt hier keinen krassen Krieg vom Zaun brechen. Ich glaube, das mit den Holzzäunen, das raffen die noch nicht. Ja, die sind überall.
Ja, das ist halt Quatsch, ne? Das soll angeblich gehen, aber ich habe hier noch nichts durchschossen. Und ich habe Angst, dass der Gegner das plötzlich kann. Das ist richtig scheiße, Leute. Sahnig. Festsitzen. Bleh. Gut, dass man die Magazine noch so schnell voll machen kann. Alter. Jetzt gibt's richtig Besuch, Freunde. Die Kills haben wir gleich voll, du. So geht mir das ganz oft, du gehst irgendwo rein, also willst einen anschießen und da ist die Stadt so voll und die sind alle so heiß auf dich. Und da verschanzt du dich irgendwo. Und das sind da manchmal so viele. Jetzt geht mir hier schon echt die Munition aus, Alter. Guck mal, der Kollege bei hier. Nichts für uns, schon mal super, aber eine Soda. Okay. Das ist ja gerade ganz ruhig. Da steht noch einer. Mach doch die Scheiße auf, Mann. Der läuft jetzt super. Das waren schon mal die. Haben wir schon 15 Leute abgelegt? Okay, na gut. Nicht schlecht. Das ist jetzt heiß. Hi, den haben wir doch erwischt. Okay, wir müssen kurz die Jungs hier ein bisschen. Anpoolen zwecks. So eine Brille für uns. Nochmal ein Schlüssel. Brauche ich ja nicht machen. Kann ich ja so machen. Drop. Drop. Wasser nehmen wir noch mit. Schlüssel hoch. Scheint doch mal für was anderes zu sein. Denkt dran, ich bin hier maximaler Anfänger. So. Magazine sind voll. Bisschen Munition haben wir. Jener von euch noch was Cooles zu essen bei? Schmerzmittel. Krass.
höre Schritte draußen. Alter. Irgendwer ist noch vor dem. Vor dem Laden, glaube ich. Schlurfende Geräusche, Alter. Ich habe jetzt so keinen Bock hier. Aber schade ist, dass heute wieder so ein bisschen unrund ist. Das kann ja auch den Unterschied mal ausmachen, ja. Also ich finde, sowas musst du schon irgendwie gewährleisten können, wenn du so ein Spiel raushämmerst. Oh, habt ihr die Scheiße gesehen? Traut sich da irgendwann hier rauszupieken. Ah, nee, also das geht gar nicht, ey. Der Kunde jetzt hin. Ich hab vergessen, die Kasse zu plündern, Leute. Oh. Hat aber einer Umsatz gemacht hier. Bestimmt das Geräusch von dem Kühlschrank. So, ganz kurzer Check. Hier ist die Town Hall und ich glaube hier. Hier liegt der Kollege. Wir müssen also rüber. Auf die andere Straßenseite. Das ist ja ein cooler Hinterhof hier. Ein schöner Schrauber gelebt. Kacke, komme ich nicht über den Zaun, oder? Mein Kollege hat erstmal massiv Brand. Also glaube ich auch über den Temperaturen. Dem Stress. Was ist der denn jetzt hingerannt? Das macht mir immer richtig Kürre, ne? Wenn die dann einfach weg sind. Und dann fange ich plötzlich irgendwo an rumzubrüllen. Ich hoffe, das stimmt, was ich hier mache. Ja, ich habe den auch damals bloß gefunden durch Panik wegrenne. Ja, das ist halt noch das Coole, ne? Es wird hier nicht markiert auf der Karte so, du musst es halt finden.
Stadthalle ist auch so ein Punkt, da sind auch mal richtig viele. Und da ist die Mauer so eigenartig hoch, dass die Diane wieder einen Kopfschuss verpassen. Aber du nicht zurückfeuern kannst. I know you're here. Das endet dann ganz schnell in so einer Black Hawk Down-Situation, ne? Auf immer so 20. Plötzlich übel die Post ab. Ja, ich schon mal stand ich auf der Straße, erschieß ihn. Da kommen da 30 Leute angeschlittert um die Ecke. Und dann schlagen schon die ersten Kugeln um dich rum ein. Gott, fuck. Oh! Habt ihr die Scheiße gesehen? Nie vom Berg runter, ey. Was feuert er denn? Scheiße, Mann. Wir gehen auch so in die Länder gerannt, wo man wieder nicht wegkommt. Außer durch den Hauptdänger. Kacke, Mann. Düt, Kurve kratzen. Ja, na klar! Ich hab ihn gefunden. Ja, der Tracker ist mit Liebe platziert. Jetzt wurde ich aber natürlich wieder gesehen von irgendeinem. So, jetzt möchte ich aber wirklich weg hier. Der eine hängt hier an dem anderen Haus in der Tür fest. Wir versuchen uns jetzt einen Vogel zu organisieren und nach Hause zu kommen. Das Problem ist, wir müssen an...
Oh, fuck. Oh, kacke. Warum sind hier überall Lappen? Diese Palmen. Ja, ja. Niemand darf mich sehen hier. Also, habt ihr das schon mal gemacht, durch so ein Maisfeld laufen? Ist richtig geil, wenn du so richtig mit Schwung immer diese Maisblätter in der Fresse kriegst. So, da ist die Tankstelle. Die wissen nicht von uns. Und das lassen wir, glaube ich, auch so sein. Nur hier am Acker sind wieder zwei. Ich habe ja keine Lust. Ja. Request denied. Destination too near to your current position. Achso, ja, ich bin nach Hause, Alter. Okay, er ist unterwegs. Jetzt müssen wir bloß mit dem Bing Clowns fertig werden. Oder wir schleichen uns. Ich glaube, das müsste gehen hier unten lang. Aber das ist mir halt einfach zu heiß, ja. So wie die sich bewegen. Da haben wir dann doch eine Kugel zu fangen. Hier unten sollte uns auf der Uni sehen. Ich weiß ja nie, ob so einfach welche an dieser Linkszone welche aufhalten können. Das Heftige ist ja, dass Snipen auch gar nicht so. Erstmal funktioniert sehr schlecht, gerade bei so einer Verbindung. Und dann schießen die ja auch mit ihren AKs ohne Visierung oder irgendwas so messerscharf zurück, ja. Schlackern dir die Ohren, Junge. Das ist ja. Da müssen sie auch nochmal ran. Also, wenn da irgendwo aus so einem Dickicht ein Schuss auf dir kommt, ne? Du weißt zwar ungefähr woher, aber du kannst ja nicht. Ziel genau zurückschießen. So, jetzt muss ich hier noch weiter chillen. Und dann haben wir zwei Quests erfüllt, richtig geil. Raven reporting. I'm on my way. ETA, one minute. Da kommt unser Vogel. Wie los ist, ne? Und da kommt dann auch nochmal ein ganz anderes Feeling auf. Und gleich dann in diesen Gebieten aufhaltet. Aber das kommt dann wahrscheinlich näher mit Aufka Stufe 10 oder so. Nightmare so 4. Und das hier gibt ja immer drei Fraktionen. Und die haben alle so ein Anfängerdorf hier. Für die Einleitung. Na, zum Warmwerden und dann gibt es ein paar Umfangsgebiete, wo du dann andere Quests noch erledigst und dann, wenn du irgendwie einen bestimmten Level oder was erreicht hast, dann kann man in den Ground Zero später. Und was da so richtig los ist, weiß ich auch noch nicht. Aber ich will mich da jetzt auch nicht spoilern oder ob das überhaupt schon gibt, das weiß ich auch nicht. Get ready, we're moving out.
pop, 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 pop. Da stehen sie noch. Kann man ganz klein erkennen. Was meint er hier? In der Basis gestorben. Bitte das Schicksal. Na ja, Jungs. Muss mir erstmal hinsetzen. Viel besser. Hier ist auch nicht so laut. So. Ich hab erfüllt. Ich hab ganz viel weggeknallt, Junge. Zack. Das können wir abgeben. Da gibt es eine neue Aufgabe. Da machen wir uns mal nächstes Mal einen Kopf drüber. Wie viel müssen wir Sachen besorgen, die wir ihnen dann überreichen? Oh, hier gibt es eine Einladung von irgendjemandem. Auf eine Mission zu gehen. Krass. Hatte ich auch noch, ne? Aber jetzt nicht. Ich will jetzt Feierabend machen. So, und du bekommst hier noch die Info, dass wir den Dude markiert haben. Verlorene Vorräte finden in der Stadt hier. Alles klar. Nehmen wir schon mal an. Gut, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Greyzone Warfare. Haut rein. Schönen Abend.